Ich möchte heute über Journalismus im Umbruch sprechen und auch darauf eingehen, wie man denn den Überblick behalten kann bei dem gigantischen Angebot, was es momentan gibt. Und weil Gabi mir das im Vorfeld geschildert hatte, dass immer ein großes Interesse irgendwie daran besteht, wie denn die Vortragenden überhaupt in die Position oder an die Stelle gekommen sind, wo sie gerade sind, will ich zu Beginn ganz kurz darauf eingehen. Da, genau. Ich mal die Folie weiter. Ich bin in Thüringen, in Gotha aufgewachsen. Da sieht man hier links das Bild vom schönen Schloss Friedenstein und dem Herzoglichen Museum davor. Habe dort 2012 Abitur gemacht und nebenbei schon angefangen mit einem Praktikum in der Lokalredaktion von der Thüringer Allgemeine damals. Und ja, ich kann gar nicht so genau sagen, mich hat das einfach interessiert und ich dachte, ich probiere das mal aus und so habe ich das dann irgendwie weitergehandhabt, auch wenn ich nicht direkt dann den Weg weitergewählt habe, sondern erst noch 3 Semester Jura studiert habe, dann aber gemerkt habe, dass das nicht das Richtige ist und dann über das Studentenradio in Münster, Radio Q, ganz wunderbar, wieder näher an den Journalismus gekommen bin und dann Kommunikationswissenschaft studiert habe und schließlich, das ist jetzt das Bild unten links, auf dem Voca Innovation Day, ich habe jetzt 2017 geschrieben, ist aber Quatsch, 2016, ja, im Prinzip meinen Weg zu PIK gefunden habe, weil ich einfach den Frederik Fischer, den damaligen Chefredakteur, der dort einen Workshop gehalten hat, also ein bisschen ähnliche Situation wie heute, mit dem Jugend-Online-Event, gefragt habe, ob ich nicht ein Praktikum bei PIKT machen kann. Und so kam es dann, dass ich dort 2017 angefangen habe und dann nach dem Praktikum auch geblieben bin. Und das Bild in der Mitte ist lustigerweise aus dem St. Oberholz in Berlin. Vielleicht kennt das der ein oder andere, das ist ein Coworking-Café, da gibt es auch kleine Büros und da hatte PIKT lange Zeit sein Büro in Berlin, also das Redaktionsbüro. Genau, und so ist es, dass ich jetzt immer noch bei PIKT bin, mittlerweile sozusagen die von Frederik angetreten habe und jetzt die kleine Redaktion leite. Und was PIKT genau ist und was wir machen, das erkläre ich zu einem späteren Zeitpunkt. Ich wollte jetzt ganz allgemein einsteigen. Ich hoffe, das ist nicht zu allgemein, aber weil das ja, wenn ich mich daran erinnere, wie viel ich mit 16 oder auch mit 18 irgendwie über Journalismus und die Medienbranche wusste, deswegen jetzt dieser sehr allgemeine Einstieg. Und zwar, Journalismus, was ist das überhaupt? Und ich habe da eine Definition aus meinem Studium rausgesucht, die vielleicht nicht mehr in allen Belangen zeitgemäß ist, aber zumindest vom Grundsatz her ganz gut passt. Und deswegen an dieser Stelle, um das kurz abzuarbeiten, Journalismus recherchiert, selektiert und präsentiert Themen, die neu, faktisch und relevant sind. Er stellt Öffentlichkeit her, das ist ja der zentrale Faktor, in dem er die Gesellschaft beobachtet, die Beobachtungen über periodische Medien einem Massenpublikum zur Verfügung stellt und dadurch eine gemeinsame Wirklichkeit konstruiert. Auch hier, also das ist von 2007 diese Definition, das passt natürlich nicht mehr hundertprozentig so. Da ist so viel jetzt durch Online-Medien, durch das Internet, durch die verschiedenen sozialen Netzwerke dazugekommen, dass man diese Definition natürlich noch erweitern kann, aber diese Öffentlichkeit zu schaffen, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und ja, ich habe jetzt hier ein paar Bilder angebracht, die vielleicht schon weiter führen, was denn Journalismus genau ist. Und würde jetzt neben dieser Definition noch kurz darauf abstellen, auf die Funktion des Journalismus als vierte Gewalt. Mit der Gewaltenteilung in Deutschland sind ja vermutlich, hoffentlich alle vertraut. Also es wird häufig vom Journalismus als vierte Gewalt, als Kontrollgewalt sozusagen gesprochen, weil der Journalismus eben durch seine Arbeit, durch die Recherche und die Selektion und das Öffentlichmachen, genau, Missstände aufdecken kann, kritisch nachfragen kann, dass es einfach eine Kontrolle gibt,
der drei anderen Gewalten. Das ist eine ganz wichtige Funktion des Journalismus. Was ich an der Stelle noch interessant finde, weil Joe ja das Jugend-Online-Event ja ein Berufsorientierungs-Webkongress ist, dass der Begriff an sich Journalist oder Journalistin gar nicht rechtlich geschützt ist. Das heißt, theoretisch kann sich jeder als solcher oder solche bezeichnen. Und das bringt mich wiederum zum nächsten Punkt, und zwar, dass es gar keinen stringenten Weg gibt, um Journalist oder Journalistin zu werden. Da gibt es ganz viele verschiedene Wege. Es gibt Studiengänge, es gibt die Journalistenschulen, es gibt Volontariate, das heißt, das sind Ausbildungsäquivalente in Medienunternehmen und viele Quereinsteiger auch, die vielleicht gar nicht im Journalismus ihre Ausbildung oder ihr Studium gemacht haben und dann mittels Praxiserfahrung oder durch eine Umorientierung in den Journalismus gekommen sind. Also da sind ganz viele verschiedene Wege, und da gibt es auch, ich habe heute einen Podcast gehört, der Hinter den Zeilen heißt. Viele Menschen, die auch darüber sprechen, wie sie überhaupt dahin gekommen sind. Und genau, dann mache ich jetzt mal weiter. Medien in Deutschland, das eben noch vorweg, wenn wir bei diesen Grundlagen sind, da kann man von dieser mehr oder weniger Vierteilung sprechen, also den Rundfunkmedien, der Presse. Der Rundfunk ist nochmal geteilt in die öffentlich-rechtlichen und die privaten Rundfunksender und Anstalten. Jetzt sind natürlich nochmal mit einer viel größeren Bedeutung als von dem Zeitpunkt, als diese Grafik entstanden ist, die Online-Medien dazu gekommen. Und es gibt auch sogenannte Nachrichtenagenturen, die Meldungen verarbeiten, vorbereiten und die dann an die anderen Medien weitergeben. Was ich vielleicht an der Stelle noch erwähnen möchte, weil ich das sehr spannend finde, ist, dass es diese Teilung im Rundfunk zwischen öffentlich-rechtlichem und privatem Rundfunk erst seit ungefähr Mitte der 80er Jahre gibt. Davor, muss man sich mal vorstellen, gab es im Prinzip drei Fernsehsender. Also das erste, das ZDF und die dritten Sender. Und diese Erweiterung um die privaten Sender hat das Ganze dann nochmal ganz schön aufgemischt. In der Presse ist es so, dass dass wir da vor allem von den Zeitungsverlagen sprechen. Die sind sicherlich bekannt, der Zeitverlag, der Süddeutsche Verlag, Axel Springer, Burda, da gibt es ja einige große Unternehmen. Und eben neu dazugekommen und auch immer vielfältiger werden, sind verschiedene Online-Medien. Natürlich sind die Verlage auch online präsent, aber es gibt auch Medien, die eben nur digital unterwegs sind. Da werde ich an späterer Stelle auch nochmal näher drauf eingehen. So, jetzt geht's weiter, genau. Dann ist ja immer die große Frage oder was viel diskutiert wurde, das wurde am Anfang meines Studiums diskutiert und sicherlich auch schon in den Jahrzehnten zuvor immer, steckt der Journalismus in der Krise? Bestimmt irgendwie steckt er immer ein bisschen in der Krise, aber eigentlich auch nicht so richtig. Ich habe jetzt hier mal ein eindeutiges Jein mir auf die Karteikarte geschrieben. Und warum könnte man davon ausgehen, dass Journalismus in einer Krise steckt? Es gibt eben diesen riesigen Konkurrenzkampf um Aufmerksamkeit, ja nicht nur im Netz, aber vor allem dort, wo sich ja auch immer mehr Zeit irgendwie abspielt, die Menschen mit Medien verbringen. Es gibt tausende Angebote, das will ich auch kurz mit der Grafik hier auf der rechten Seite illustrieren. Es wird ja immer mehr Inhalt irgendwie, es gibt von allem immer mehr, also man sieht ja hier auch, dass wirklich alles, was hier angezeigt ist, immer weiter wächst. Außer vielleicht den WordPress-Posts und den Instagram-Beiträgen. Aber ansonsten
gibt es wirklich immer mehr Inhalte, die irgendwie um die Aufmerksamkeit konkurrieren. Und natürlich ist davon nur ein Bruchteil journalistisch. Und durch die, ja, im Prinzip immer Verfügbarkeit im Netz konkurriert der Journalismus aber natürlich auch mit beispielsweise mit Netflix oder mit Unterhaltungsformaten auf YouTube oder eben auf Instagram mit verschiedenen, ja, Privatpersonen dort. Und ein weiterer Faktor ist natürlich die Glaubwürdigkeit. Da ist bestimmt der Relotius-Skandal jetzt von vor 2 Jahren im Hinterkopf bei einigen. Also dieser Skandal, der irgendwie aufgedeckt hat, dass es möglich war, für einen vermeintlichen Star-Journalist über Jahre hinweg in Geschichten sich Teile auszudenken oder ganze Geschichten auszudenken, und dass es da einfach einer größeren Transparenz und einem anderen Selbstverständnis in den journalistisch agierenden Unternehmen bedarf. Und natürlich kommt da irgendwie auch hinzu, dass es auch eine Glaubwürdigkeitskrise in dem Sinne gibt, dass im Netz ja immer wieder Stimmen laut werden, dass Medien nicht unabhängig seien. Also insofern ergibt sich da einfach ein großer Bedarf an Transparenz und ja, auch guten Umgang mit solchen Vorwürfen. Dann sind die Geschäftsmodelle in einer Krise. Ich kann mich noch erinnern, dass es da einen Text gab, den wir im Studium gelesen haben, wo eben die Frage war, Journalismus, was ist denn eigentlich mit dem Journalismus los? Nee, das Problem sind ja die Geschäftsmodelle. Dafür ganz grundlegend, es war ja so, dass Journalismus sich vor allem über den Verkauf von Abos oder von Einzelzeitungen und eben über die Anzeigen finanziert hat, also die Werbeanzeigen. Dadurch, dass eben die Abozahlen, die Auflagen gesunken sind, oder eben auch die Einschaltzahlen im Fernsehen teilweise, dass dadurch auch die Anzeigeneinnahmen sinken und sich der Journalismus eben nach neuen Möglichkeiten, um Geld zu verdienen, umschauen muss. Und da gibt es viel, viel Innovation, aber eben auch viele Probleme und viel Festhalten an diesem altbewährten Modell. Und das kann auf jeden Fall als ein Teil einer Krise bezeichnet werden. Technologie spielt immer eine größere Rolle. Es gibt eine große Abhängigkeit eben von großen Tech-Unternehmen, damit überhaupt erstmal Menschen auf die Angebote aufmerksam werden. Da spielt Facebook eine große Rolle, aber auch Google. Und ist eben die Frage, inwiefern da eine Abhängigkeit ja sowieso schon besteht und inwiefern das problematisch ist. Das führt jetzt hier sicherlich zu weit, aber es gibt da gerade beispielsweise einen Streit in Australien, wo der australische Staat eben sagt, dass Facebook und Google für die Inhalte, die dort die journalistischen Medien produzieren, einen gewissen Anteil zahlen muss. Und im Moment sieht es tatsächlich so aus, als ob es da ein Einlenken geben könnte, aber vorher war es eben so, dass viele Medien ihre Inhalte quasi gratis auf Facebook hochgeladen haben und dann wiederum darauf angewiesen waren, dass Facebook-Nutzerinnen dann ja, wieder auf die Seite gekommen sind und dort gezahlt haben. Und jetzt könnte es eben so einen Mittelweg geben, dass die Angebote so auch Geld verdienen. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Thema in den nächsten Jahren werden. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass viele Nutzerinnen eben nicht mehr einem Angebot treu sind. Es gibt nicht mehr dieses Selbstverständnis, dass man beispielsweise eine Lokalzeitung abonniert hat, dass man dort eben eine Treue zu einem Angebot hat, oder dass es ja vor einigen Jahren noch der, ja, Usus war, dass man eben eine Lokalzeitung, eine überregionale Zeitung abonniert hat. Also diese Treue zu einem Angebot ist durch die Verfügbarkeit im Netz eben auch verloren gegangen. Und damit sieht sich der Journalismus auch konfrontiert. Aber wie gesagt, Krise jein, denn ich würde viel mehr von einem Umbruch sprechen.
Was eben damit zu tun hat, dass es nicht nur immer viel mehr Angebote gibt im Netz, sondern dass wir auch immer mehr Zeit im Netz verbringen. Es gibt da eine Studie, die ARD und ZDF Online-Studie, die ich auch so zur Lektüre empfehlen kann, weil ich das sehr spannend finde, was dort immer erhoben wird. Und ja, im Jahr 2020 waren dort die Zahlen, die veröffentlicht wurden, dass im Schnitt jeder Deutsche 3,5 Stunden am Tag im Internet verbringt. Bei den unter 30-Jährigen liegt die Zeit bei 6,5 Stunden. Und ich weiß, dass es auch viele Diskussionen immer um Bildschirmzeit oder Ähnliches gibt. Ich schaue auch immer wieder mit Erschrecken auf meine eigene Bildschirmzeit. Und es ist wirklich Wahnsinn, wie viel Zeit mittlerweile mit Medienangeboten an Bildschirmen, an mobilen Bildschirmen verbracht wird. Natürlich nur ein Bruchteil davon, eben mit journalistischen Medien, aber genau dazu, wie gesagt, gleich noch mehr. Dass immer mehr Angebote um Aufmerksamkeit buhlen, hatte ich ja bereits gesagt. Und ja, ein Problem ist sicherlich auch, dass es immer mehr Clickbait und falsche Berichterstattung gibt. Also Falschmeldungen, Falschnachrichten, Menschen, die falsche Behauptungen aufstellen und im Internet eine große Reichweite haben. Aber Umbruch, denn es gibt für alle, und mit den Bildern, wo ich jetzt noch kurz was zu sagen will, erklären, es gibt für alles schon Lösungsansätze. Es gibt auf alles, auf die meisten Probleme schon Antworten oder Menschen, die sich kluge Formate, kluge Ideen ausgedacht haben. Man kann schon sagen, dass der Journalismus auch versucht, dorthin zu gehen, wo eben die Nutzerinnen hingehen. Das ist sicherlich nicht immer schlau, aber in vielen Formaten wird das schon sehr gut gemacht. Ein sehr positives Beispiel ist da die Tagesschau, das ist das Bild da unten, das ist der TikTok-Kanal von der Tagesschau, mit ja, also wahnsinnigen 830.000 Followern. Und so ist es eben möglich, dass die Tagesschau dort auch ein sehr junges Publikum erreicht. Und das halte ich für ein sehr gelungenes Beispiel, wie der Journalismus eben schaffen kann, diese neuen Formate, diese irren Bildschirmzeiten auch zu nutzen und dort eben gute Inhalte bereitzustellen. Dann in der Mitte, das ist Blendl, das ist ein Online-Kiosk, über den man einzelne Artikel kaufen kann, beispielsweise von der Süddeutschen Zeitung oder dem Tagesspiegel, was ich ein sehr spannendes Angebot finde in Zeiten von, ja, wo wir an Flatrate-Mediennutzung quasi gewöhnt sind, das aber ja gar nicht möglich ist, wenn man Journalismus im Internet konsumieren will, weil es gibt ja keine Flatrate für den Spiegel, die SZ und die Zeit oder so. Aber bei Blendl kann man immerhin medienübergreifend eben Einzelartikel erwerben. Und bezüglich jetzt vielleicht Clickbait, ist nicht jedem bewusst, was Clickbait ist. Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass ich da noch kurz zwei Wörter dazu sage. Da geht es eben darum, wenn durch eine Überschrift, die irgendwie sensationell oder besonders krass klingt, mein Klick sozusagen angelockt wird. Und dann handelt es sich halt letztlich bei dem Artikel gar nicht um dieses wahnsinnig als wahnsinnig spannend oder relevant präsentierte Thema. So. Also ja, da geht es eben darum, wie wir Medienangebote so gestalten, dass sie nicht nur Klickzahlen, also dass nicht nur die Medienunternehmen davon profitieren, sondern dass eben Leserinnen nicht in die Irre geführt werden durch solche reißerischen Überschriften. Und auf die falsche Berichterstattung gibt es eben die Antwort, dass viele Medienunternehmen mittlerweile Faktenchecks durchführen, also dass sie, wenn Gerüchte aufkommen, wenn es Meldungen zu gewissen Themen gibt, dass sie dann einen Faktencheck, also genau diese Frage untersuchen und mittels wissenschaftlicher Studien oder anderer seriöser Quellen untersuchen, was an diesem Gerücht oder dieser falschen Berichterstattung dran ist und diese eben, wenn sie wirklich falsch ist, auch nachvollziehbar widerlegen.
Und was ich hier noch, ich habe hier noch einen Screenshot von meiner Podcast-App mit reingestellt. Das ist auch ein Riesenthema. Also die Podcast-Nutzung wächst ja seit Jahren wieder und dieser ganze Sektor explodiert irgendwie gerade förmlich. Im Journalismus gibt es ja so ein Running Gag, dass irgendwie jeder mittlerweile einen Podcast hat. Da ist es auch sehr schwer, den Überblick zu behalten, aber es gibt auch sehr, sehr viele wirklich gute Angebote. Und hier sieht man zum Beispiel der Daily von der New York Times, was die Nachrichten Berichterstattung bei Podcasts angeht, schon somit das Tollste ist. Also es gibt viele gute Angebote, es gibt viele Lösungen und irgendwie ja, kommt der Journalismus mit diesem Umbruch doch ganz gut zurecht. Dann jetzt natürlich ein Angebot, was diesen Umbruch irgendwie versucht mitzugestalten, ist PIKT. Und Frederik Fischer, den ich ja eben schon erwähnt habe, hat gesagt, PIKT ist die Programmzeitung für guten Journalismus im Netz. Das heißt, was macht PIKT? PIKT ist eine Kurationsplattform. Das heißt, wir empfehlen Inhalte oder stellen Inhalte vor, die es bereits gibt im Netz. Und das macht nicht die Redaktion selbst, sondern das machen etwa 100 Kuratorinnen, also im Prinzip freie Mitarbeiterinnen, die ganz verschiedene Hintergründe haben. Viele arbeiten im Mediensektor oder in der Politik. Einige sind auch Wissenschaftler selber. Und es funktioniert so, dass jeder dieser Kuratorinnen eine bestimmte Anzahl an Empfehlungen im Monat schreibt. Normalerweise ist das einer pro Woche. Dabei soll klar werden, das zeige ich gleich auch nochmal, wie das genau aussieht, warum dieser Inhalt empfohlen wird und ja, worum es geht. Und dadurch entsteht dann so eine Art Medienmagazin wir haben über 2.500 verschiedene Quellen, die mittlerweile auf PIKT empfohlen wurden. Und je nachdem, wie man sein eigenes Magazin eben einstellt, also es ist möglich, auf PIKT verschiedene Themenkanäle zu abonnieren und daraus setzt sich das dann zusammen. Ja, so erhält man dann eben 1, 2, 3, 5, 10 Empfehlungen pro Tag und kann damit immer wieder auf besonders gute Beiträge stoßen. Häufig sind es auch wirklich so Inhalte, auf die man sonst nicht gestoßen wäre. Das ist auch so ein Anliegen von PIKT, dass viele Leserinnen dann auch uns schreiben, oh wow, da wäre ich ja nie drauf gekommen, wenn das nicht eure Kuratorin empfohlen hätte. Und wir machen ganz viele verschiedene Sachen auch, ganz viele verschiedene Projekte bei PIKT. Darin verliere ich mich jetzt aber nicht. Das kann man gerne auf www.pikt.de einfach nachvollziehen. Jedenfalls, was ich da mache, ist vor allem Redaktionsarbeit. Das heißt, dafür, dass das Bild hier auf der linken Seite, es ist wirklich viel, viel Arbeit am Computer, wo ich ja, einfach Redaktionsdienste mache, also gucke, dass keine Fehler in den Empfehlungen sind, dass wir das entsprechend teilen auf unseren Kanälen. Wir schreiben verschiedene Newsletter und ja, da gibt es eben immer viel zu tun. Wir haben natürlich auch eine Community, die Kommentare schreibt, dass managen wir, es gibt ganz viel Orga zu tun, wir betreuen auch verschiedene Projekte, Kooperationen und wenn gerade nicht Pandemie ist, veranstalten wir auch so schöne Sachen wie den PIKT-Salon, das kann man auf der rechten Seite sehen. Das ist eine Veranstaltung, bei der wir besondere journalistische Beiträge sozusagen auf die Bühne holen, also wo die Journalistinnen dann vor Publikum nochmal über diese Arbeit sprechen und ja, versuchen zu erklären, wie sind sie auf das Thema gekommen, was hat sie bei der Recherche bewegt, was waren vielleicht die Rückmeldungen, die sie dann bekommen haben, warum ist das Thema wichtig und dann auch einen Austausch mit dem Publikum bekommen. Hier in dem speziellen Fall war das ein Format mit dem Reporter Slam zusammen, der das nochmal ein bisschen unterhalterischer macht, aber es ist auch ein ganz tolles Format und das ist, glaube ich, auch was, wo der Journalismus noch ja, sicherlich sich noch weiterentwickeln kann in dieser Frage, Formate zu schaffen, die
anfassbarer sind, die man auch live erleben kann. So, dann ein Projekt, was wir jetzt kürzlich, also vor einem Jahr, angestoßen haben, um so ein bisschen eine Antwort zu bringen auf die Pandemie, auf das Zuhause-Sein, die Homeoffice- und Homeschooling-Problematiken, war eben das PIKT Online College. Und die Überlegung war, wir haben ja diese 100 Kuratorinnen, die alle ganz vielfältige Spezialthemen haben, mit denen sie sich auseinandersetzen. Und deswegen haben wir überlegt, können wir doch über diese Themen mit denen sprechen und immer so eine gute Schulstunde ein interessantes Thema vorstellen und da auch Fragen von den Zuschauerinnen beantworten. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht, unseren Zuschauerinnen auch. Und wir haben da wirklich eine riesige Bandbreite abgedeckt. Ich habe hier als Beispiel mal einen kurzen Ausschnitt aus der Stunde mit Marco Bülow, der jetzt selber nicht, also wir haben dann tatsächlich am Ende auch nicht nur Kuratorinnen gefragt, sondern eben auch den Bundestagsabgeordneten Marco Bülow und mit ihm über Lobbyismus gesprochen. Ich spiele mal kurz das Video ab, dann ist ganz fix. Deswegen wird Lobbyismus so problematisch an bestimmten Stellen, nicht grundsätzlich die Interessensvertretung. Also es war tatsächlich so, dass wir aus diesem eine Insta-Story gebaut haben. Und das war jetzt die Stelle, wo er gerade erklärt, dass die Interessensvertretung an sich ja gar nicht problematisch ist, dass es auch wichtig ist, dass Politikerinnen sich von sogenannten Expertinnen informieren können oder informieren lassen können. Aber das ist eben, wenn es dann um eine Beeinflussung oder zu einer Beeinflussung kommt, das sieht man ja gerade, dass und dann auch noch Gelder dafür fließen, sehr problematisch wird. Also diese Stunde war super spannend. Das kann ich auch sehr empfehlen. Auf YouTube findet man das PIKT Online College. Und ja, genau. Dann habe ich hier nochmal zusammengefasst, was PIKT denn alles kann. Vielleicht muss ich da jetzt gar nicht in der Tiefe drauf eingehen, weil wir ja jetzt auch ich sehe gar nicht mehr so viel Zeit haben. Wie gesagt, wenn es Fragen gibt, gerne jederzeit die Fragen stellen. Also das nochmal als Überblick. Und dann zeige ich hier nochmal kurz, wie sich diese Empfehlungen aufbauen. Also gibt eben die Überschrift, diese Kachel, wo man sehen kann, was das Thema ist, dann den Empfehlungstext und dann kann man sich zum Beitrag klicken. Ich kann natürlich auch empfehlen, sich das einfach mal anzuschauen. Und wer sich jetzt neu registriert, kann das auch einen Monat lang ohne Einschränkungen so nutzen. Die Empfehlungen kann man auch immer lesen. Nur einige Funktionen werden dann eben nach dem Probemonat eingeschränkt. So, dann jetzt zu der Frage, wie ich den Überblick behalte. Da stellt sich zuerst mal die Frage, wie informiere ich mich? Und ich habe da jetzt drei Säulen sozusagen herausgestellt. Also natürlich die tagesaktuellen Nachrichten, die man dann eben mit investigativen Recherchen oder mit tiefer gehenden Berichten, was auch investigative Recherchen natürlich sein können, Reportagen und Dokumentationen irgendwie unterfüttern kann. Und ich glaube, es ist wichtig, da einfach sich selber zu fragen, wie informiere ich mich denn überhaupt und dann zu gucken, dass man da ein ausgewogenes Verhältnis irgendwie schafft für sich selber. Und eben bei Themen, wo man merkt, das interessiert mich jetzt, dann auch gezielt auf die Suche geht nach tiefergehenden Berichten und Informationen. Dann finde ich ganz wichtig, auch bei dem, es gibt ja einfach ein großes Angebot, man ist ja nicht mehr nur beschränkt auf Zeitung oder Fernsehen oder Radio, sondern es gibt ja wirklich ein riesiges Angebot, was irgendwie sicher, ich würde sagen, eigentlich für jeden was dabei, und da kann man auch ganz gezielt suchen, welche Formate fallen mir leicht, wo habe ich Freude dran, was passt eben zu meinem persönlichen Medienkonsum und was passt vielleicht auch zu den Situationen, in denen ich Medien konsumiere. Da bringe ich gleich auch noch ein paar Beispiele, was es da für gute Angebote gibt. Also
beispielsweise jetzt beim Pendeln oder beim Schul- oder Arbeitsweg, da bietet sich zum Beispiel an, Newsletter zu lesen oder Podcasts zu hören. Genau, und ja, wie gesagt, die Angebote sind wahnsinnig vielfältig. Das ist vielleicht die schwierigste Frage oder auch die wichtigste Frage, wie finde ich denn überhaupt gute Angebote? Und ich sage natürlich an der Stelle immer, dass ein Anlaufpunkt natürlich PIKT ist, aber man sollte sich eben keineswegs irgendwie auf ein Angebot beschränken. Und die Fragen, die man immer stellen kann, sind eben, wer veröffentlicht hier die Inhalte, also wer sind die Menschen, die dahinter stecken, wie wird das Angebot finanziert? Das ist ja immer eine Frage dann auch der Transparenz, also wie transparent ist das Angebot, finde ich da Informationen über die Unternehmen oder die Menschen, die dahinter stecken, und gibt es vielleicht schon Berichterstattung über das Angebot? Gibt es Lob oder Kritik? Gibt es da schon irgendwelche Einordnungen im Netz? Und was ich natürlich auch immer sagen würde, man kann sich da auch daran orientieren, was Familie, Freunde oder der Bekanntenkreis nutzt an Angeboten, was sich da etabliert hat. Da lässt sich auch ganz viel lernen, aber ich finde die Frage immer ganz wichtig, ja, warum schaust du dir denn gerade das Format an? Was gefällt dir denn daran? Was ist denn gut daran? Oder ja, was sind da die Hintergründe zu dem Format? Und ich denke, dass es da wichtig ist, eben auch immer neugierig zu bleiben und natürlich auch kritisch zu bleiben. Jetzt zum Schluss ganz kurz, welche Angebote gibt es? Ich habe das jetzt mal zwischen Print- und Online-Text geteilt, Video, Audio und sonstige, und möchte beim Text eben ganz kurz The Buzzard vorstellen. Das ist ein junges Medienangebot, die versuchen so Debatten am Journalismus zu machen. Also die stellen immer Themen vor und dann verschiedene Meinungen dazu. Ich weiß nicht, ob das für jeden geeignet ist. Also bei mir hat es jetzt tatsächlich nicht etabliert im Medienkonsum, aber es ist sicherlich was man sich anschauen kann, auch exemplarisch dafür, dass eben junge Medienschaffende da ganz viel experimentieren. Dann im Videobereich würde ich sagen, gerade für junge Menschen ist da Funk, also das junge Angebot von ARD und ZDF, führend, auch auf wirklich allen verschiedenen Kanälen. Also es gibt beispielsweise die News-WG auf Instagram, was ein super Format ist. Hier sieht man jetzt MyLab im Hintergrund, ein YouTube-Format, wo Wissenschaft verständlich erklärt wird, was wirklich hervorragend ist, und auch gerade zum Beispiel zu der Frage, was ist denn jetzt mit AstraZeneca, ist da ein gutes Video erschienen. Im Audio-Bereich gibt es eben Podcasts, Radio, da gibt es auch wahnsinnig viel. Ich höre morgens immer den Was-Jetzt-Podcast, was so ungefähr 10 Minuten sind, also genau zum Frühstücken passt, von der Zeit. Und ansonsten sehr spannend und sehr verbreitet, gerade unter Journalisten, sind eben RSS-Feeds, das ist dieses orange Symbol, also da kann man sich eben die Inhalte von verschiedenen Medienangeboten in einen Feed-Reader reinholen, heißt es, und kriegt dann da halt, kann sich da irgendwie so ein Angebot zusammensuchen, ist aber eher Profi-Angebot, würde ich sagen. Dann finde ich das immer spannend, den Medienkonsum irgendwie durch Twitter zu ergänzen, zu gucken, was es da zu bestimmten Themen gibt. Da sind auch immer spannende Ansätze zu finden. Und Twitter lässt sich tatsächlich nochmal organisieren und auch ein bisschen vom Lärm befreien durch eine App, die Nuzzle heißt. Das ist das dritte Symbol hier. Also da kann man eben seinen Twitter-Account verknüpfen und kriegt es dann nochmal ein bisschen runtergebrochen und reduziert und nicht so überbordend angezeigt. Und ja, ganz konkret jetzt ein paar Angebote, die ich noch vorstellen und empfehlen möchte. Die News-WG hatte ich ja gerade schon angesprochen. Ich finde eine Entwicklung sehr spannend, die gerade auch in größeren Formaten Einzug erhält, zum Beispiel bei den Tagesthemen. Das ist der konstruktive oder lösungsorientierte Journalismus. Hier als Beispiel habe ich die Squirrel-App vorgestellt.
die eben nach dem Eichhörnchen-Prinzip steht hier, Lösungen sammeln. Also lösungsorientierter Journalismus heißt, es werden nicht nur Probleme aufgezeigt, sondern auch immer konstruktive Lösungsansätze. Also wenn beispielsweise über den Klimawandel oder die Klimakrise berichtet wird, dann wird auch versucht, da aufzuzeigen, was denn konkret gemacht werden kann, um dem irgendwie entgegenzuwirken. Und ich finde, Krautreporter ist ein tolles Angebot, das sieht man hier unten links. Das ist ein Online-Medium, was komplett über die Crowd, also über die Leserinnen finanziert wird. Ist auch ein, sicherlich würde ich mir wünschen, zukunftsweisendes Angebot, weil es eben keine, in dem Sinne, es ist kein gewinnorientiertes Medienunternehmen, sondern als Genossenschaft organisiert, also auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Rechts unten sieht man jetzt Steady, was eine Plattform für Publisher ist. Also dort kann man ein eigenes Medienangebot anmelden und darüber sich dann von Menschen unterstützen lassen. Zum Beispiel Übermedien macht das, was man hier auch sieht. Und dort kann man auch viele unabhängige Medienangebote entdecken. Und ich habe jetzt hier mal noch dreist noch Werbung für unser Audiomagazin mit reingepackt, was so eine Art, also wir sagen natürlich kuratiertes Podcast-Angebot ist. Also den kann man einfach wie ein Podcast in der eigenen Podcast-App abonnieren und kriegt dann da die Audioempfehlungen von unseren Kuratorinnen und Kuratoren direkt reingespielt. Und ein Podcast, den ich toll finde, der aber, glaube ich, gerade Pause macht, ist Feuer und Brot. Das ist das letzte Symbol, was man hier sieht. Und ja, also wie man merkt, mir sind bei der Vorbereitung auch noch so viele weitere Angebote eingefallen, dass ich hier jetzt noch stundenlang wahrscheinlich weitermachen könnte. Es lohnt sich da einfach reinzuschauen und ich bin da auch sehr zuversichtlich, was die Zukunft angeht. Wenn, das habe ich mir jetzt noch überlegt, wenn jetzt Schülerinnen zusehen, die sich in dem Bereich orientieren wollen, es ist gerade eine Doku bei Dreisat erschienen, die Medienmacher von morgen heißt und wo 4 oder 5 verschiedene Angebote und eben so ein bisschen der Alltag im Journalismus auch gezeigt werden. Das ist sicherlich spannend, um sich zu orientieren. Und wie gesagt, der Podcast, den ich schon einmal angesprochen hatte, Hinter den Zeilen, der von zwei jungen Journalisten gemacht wird, bietet sicherlich auch ein bisschen Orientierung. Ja, dann hoffe ich, dass ich jetzt, ich habe sehr schnell gesprochen, dass ich jetzt nicht total überfordert habe und gerne, das ist jetzt die letzte Folie, wenn es Fragen gibt zu dem Thema oder Anmerkungen oder noch irgendwas offen ist, kann mir gerne jederzeit eine Mail geschrieben werden. Ich bedanke mich an der Stelle und wenn es noch Fragen gibt, wäre jetzt der Zeitpunkt, um die zu stellen, damit wir nicht total überziehen. Und ansonsten danke fürs Zuschauen.